Meine lieben Freundinnen und Freunde, das Bundesverfassungsgericht hat heute sein Urteil zum europäischen Stabilitätsmechanismus verkündet und ich möchte das zum Anlass nehmen, meine Sichtweise auf die gesamte Euro-Schuldenkrise kurz zu darzulegen und zu beanstanden, was ich glaube, viel zu kurz gekommen ist in der Diskussion über den Euro und über die Euro-Schuldenkrise in den letzten Monaten. Fangen wir an mit der Bilanz. Wo stehen wir? Was ist der Lagebericht? Jetzt über das Urteil sind wir über den europäischen Stabilitätsmechanismus mit maximal 190 Milliarden Euro dabei. Ja, das ist eine gigantische Summe, wenn man sich überlegt, dass der Bundeshaushalt für 2003, nur der Bundeshaushalt, ja, 302 Milliarden betragen soll und wir davon schon über 10% nur für unsere jetzigen Bundesschulden bezahlen. Ja? Also nämlich 36 Milliarden. Das heißt, allein dieser europäische Stabilitätsmechanismus ist eine gigantische Summe für Deutschland. Aber hinzu kommen noch die 211 Milliarden über den europäischen Rettungsschirm und dann noch die 21,6 Milliarden, die die KfW an Kredite gegeben hat. Das alleine, ja, dass wir fast mit dem gesamten Bundeshaushalt damit haften, ist gigantisch und wenn es zusammenbrechen würde, würde es extreme Einschnitte bedeuten. Es würde die Handlungsfähigkeiten des deutschen Staates begrenzen, es würde die Verschuldung in die Höhe treiben und es würde den Staat darin beschränken, was seine wichtigste Aufgabe ist, nämlich soziale Leistungen für die Menschen in Deutschland zu generieren und deshalb gehen wir ein gewaltiges Risiko damit ein. Und was mich auch betrübt, und das ist von der demokratischen Perspektive, ist, dass jetzt eben durch den Ankauf von maroden Staatsanleihen durch die EZB jegliche demokratische Legitimation verloren gegangen ist. Die EZB ist unabhängig, aus gutem Grund, damit die Staaten eben nicht sie dazu drängen, Inflationspolitik in Krisenzeiten zu betreiben, um ihre Schulden damit abzuwerten. Genau das passiert jetzt aber aus der Not heraus. Und das kann die EZB aber nicht, ohne dabei sich selbst zu verschulden. Und das Problem daran ist, wir als deutscher Staat haften mit für das, was die EZB verzapft. Und das ist ein riesiges Problem, denn wir haben keinerlei demokratische Möglichkeiten, auf die EZB einzuwirken. Und dementsprechend finde ich es demokratisch äußerst schwierig, was hier momentan auf der europäischen Ebene los ist. Gut, das Bundesverfassungsgericht sieht das anders. Ich sehe das zumindest von der politischen Perspektive als Grüner bedenklich, ja, der ich ein Freund von Subsidiarität bin, also dass man das Geld und die Macht erstmal auf der untersten Ebene lassen sollte, bevor man es in die ganz oberste Ebene weitergibt. Aber es gibt noch ein weiteres Problem, was ich bemängel, nämlich dass keine einzige Partei in Deutschland einen Plan B hat. All diese Risiken, all diese Haftungen, die sind nicht kostenlos. Das wird falsch verkauft. Wir haften und die internationalen Finanzmärkte sind nicht blöd, denn sie haben eines kapiert. Ein Staat, der sich kontinuierlich weiter real verschuldet, kommt irgendwann mal an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit zusammen. Und werden dann die Finanzmärkte nervös und steigen die Zinsen, bricht der Staat zusammen. Und auch das kann Deutschland passieren. Und das wird eingepreist werden in den Zinsen, die wir in Zukunft zahlen. Und dementsprechend ist es nicht kostenlos. Und es ist eine Schande, dass die jetzige Bundesregierung die momentane Boomphase nicht nutzt, Rücklagen zu bilden. Erstens für den möglichen Fall des Kollaps der Eurozone, wo wir jeden einzelnen Euro brauchen würden, nicht nur um den anderen Staaten zu helfen, sondern auch vor allen Dingen, um uns selbst noch einigermaßen zu helfen. Und zweitens, ja, dass wir eben die Mittel haben, endlich die Schulden abzubauen. Denn selbst Keynesianer, Leute, die sagen, dass man in der Krise Schulden machen muss, um die Wirtschaft anzukurbeln, sagen, dass man in der Boomphase die Schulden zurückführen muss. Das tun wir nicht. Dieses Jahr wäre das beste Jahr seit langer Zeit gewesen, um es zu tun. Es wird nicht getan. Wir leben weiter in dem Luxus auf Kosten der Zukunft, auf unserer eigenen Zukunft und auf Kosten der Zukunft jedes Menschen, der jünger ist als wir. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht gerecht, das ist einfach nur ungerecht. Und deshalb sage ich, jede Partei muss einen Plan B haben. Und die Grünen ganz voran. Wir müssen den Menschen sagen, dass wenn das schief geht mit der Euro-Rettung, dass es dann so und so viel kosten wird, dass wir da und da die Steuern erheben und da einsparen werden. Es wird verdammt schwer werden,
Weil einen gesamten Bundeshaushalt kann man auch nicht mit höheren Steuern mal ebenso dazu finanzieren. Das geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, müssen wir aber zumindest einen Notfallrettungsplan haben. Und den hat keine einzige Partei. Alle setzen auf das Prinzip Hoffnung und außer wenigen Widerständlern, auch bei den Grünen, gibt es niemanden, der das adäquat artikuliert. Ich weiß auch nicht, ob das die demokratische Mehrheit in Deutschland widerspiegelt. Ich glaube, die Bedenken der meisten Deutschen in dieser Sache sind größer als die Bedenken der Bundespolitiker. Aber noch eine letzte Sache möchte ich sagen. Ich bin gern solidarisch mit Europa. Ich bin gern solidarisch mit den Menschen dort vor Ort. Aber ich bin nicht gerne solidarisch mit hohen Risikozinsen, die dort gezahlt werden, ja, dass wir eben das Geld nicht an die fließt, sondern nur an die Banken direkt weitergegeben wird. Ich bin allerdings auch solidarisch mit den Menschen hier in diesem Land, die diese Schulden irgendwann mal abtragen werden oder eben daran zerbrechen werden, wenn der Staat nämlich sie nicht mehr länger halten kann. Das heißt, auch an diese Menschen muss gedacht werden. Und Europa ist für mich mehr als nur Geld. Ja? Die Europäische Union ist eine Union des Friedens, nicht nur der Wirtschaft. Und meine Vision von Europa muss eben über diese wirtschaftlichen und finanziellen Dinge hinausgehen. So, das heißt aber nicht, dass sich ein Staat komplett dazu aufstellen muss, alle anderen Staaten zu stützen, beziehungsweise dass gegenseitig die Mittel abgezwackt werden. Ganz egal, wie diese Euro-Krise ausgeht, ja, Europa ist mehr. Und das muss uns immer bewusst sein. Und wer den Euro, wer das Schicksal von Europa immer fest mit dem Euro verknüpft, der macht meines Erachtens einen gewaltigen Fehler. Denn selbst wenn der Euro scheitert, muss eines ganz klar sein. Wir stehen weiter zu Europa und wir bauen es gerne nochmal auf. Auch den Euro, auch eine Währungsunion, dann allerdings mit stabileren Institutionen. Denn die jetzigen Institutionen sind nicht nachhaltig. Und dann sage ich vielleicht noch einen letzten Punkt zu der Inflationspolitik, weil ich habe jetzt ja mehrere Tweets gelesen und es scheint immer so, dass die Leute alle die Inflation bejubeln, weil das ja angeblich die Reichen ärmer machen würde. Es stimmt, dass Leute, die da jetzt in diesen Staatsanleihen finanziert sind, dass die dann weniger Geld bekommen. Aber deshalb wird doch die Ungleichheit nicht geringer. Inflation führt doch zu keiner Verringerung der Ungleichheit. Es führt dazu, dass die Leute, die viel besitzen, ja, an materiellen Gegenständen, an Aktien etc., dass die noch reicher werden. Weil ein Haus, ja, verliert nicht an Wert durch Inflation. Es gewinnt an Wert. Es wird wertvoller. Betongold. Das sind die Kosten der Inflation. Dass Leute sich in andere Güter flüchten. Dann kommen dazu Menükosten. Dass die Leute die Preise nicht mehr einschätzen können. Dass sie sich auf dem Markt unsicherer bewegen. Dass Karten und Preise andauernd erneuert werden müssen. Etc. Das sind alles Kosten, die gefährlich sind und die nicht der Gerechtigkeit beitragen, sondern eher zu mehr Ungerechtigkeit führen. Inflation mag für die Staatsverschuldung toll sein, für die Menschen und vor allen Dingen für die schwachen Menschen, die wenig sparen, versuchen ihr weniges zu sparen, für die Rentenkassen etc., ist es die Hölle. Für die Menschen, die keinen materiellen Besitz haben, die keine Grundstücke besitzen, die keine anderen Wertgegenstände groß besitzen, ist es eine Abwertung ihres Vermögens. Das ist nicht gerecht. Inflation ist nicht gut für die Menschen. Es ist nicht gut für die Schwächsten in dieser Gesellschaft. Und deshalb lehne ich jede Form der Inflationspolitik entschieden ab. Ja, das ist mein Kommentar zu der gesamten Krise. Ich habe da andere Auffassungen als Jürgen Trittin. Ich sage das auch ganz eindeutig. Aber ich mache das gerne auf Basis von Argumenten. Aber momentan sehe ich einfach ich sehe zu viel Prinzip Hoffnung, zu viel nach uns die Sintflut und zu wenig konkrete Maßnahmen für was kostet uns diese Solidarität und was kostet sie uns im Worst Case. Und dann können wir uns ganz klar darüber unterhalten, was wir tun. Aber dieses Verschleiern, Vorenthalten und Hoffen, es wird schon gut gehen, so ein bisschen wie bei der Atomenergie, ist kein Weg, auch nicht in der Wirtschaftspolitik. Und das muss sich ändern. Wir müssen den Leuten sagen, was es kostet. Ja? Auch was Europa kostet. Und dann bin ich gerne bereit und ich bin auch zuversichtlich, dass die Leute das tragen werden. Aber es gibt Grenzen. Es muss Grenzen geben. Und die werden momentan nicht gezogen. Und wir dürfen nicht durch unsere Staatsverschuldung mehr und mehr zum Spielball der internationalen Finanzmärkte werden. Ein verschuldeter Staat
ist kein freier Staat. Ein verschuldeter Staat ist nicht mehr als eine Marionettenpuppe an den Fäden der Finanzmärkte. So, die kann man aber nicht einfach durchschneiden. Denn wir wollen ja das Geld von den anderen Menschen haben. Wir können niemanden dazu zwingen, in unser Land zu investieren. Ja? Die Leute entscheiden, ob sie für unseren Luxus, für unsere Sozialsysteme etc., für unsere Ausgaben, für unsere Umweltpolitik ihr Geld zu bestimmten Zinsen zur Verfügung stellen wollen. Wir können sie nicht zwingen, wir können sie nicht enteignen, die Investoren in den USA oder in China oder sonst irgendwo. Aber wir können dafür sorgen, dass wir weniger abhängig von ihnen werden. Und dazu muss man real die Staatsschulden abbauen. Kontinuierlich und konsequent. Ja, gerne über höhere Steuern, gerne auch durch Ausgabensenkungen, da wo sie unnötig sind. Da gibt es einige Möglichkeiten. Aber eins muss klar sein, der Weg der realen Verschuldung immer weiter, hat irgendwann ein Ende. Und der drückt diejenigen im Abgrund, die am wenigsten dafür können, die nämlich am Ende die Zeche zahlen. Das meint die jungen Menschen, die hochverschuldet aus ihrer Ausbildung kommen und eigentlich gerne arbeiten würden, aber dann in eine tiefe Rezession geraten, weil eben die Generationen vor ihnen und vor ihnen sich durch Krisen immer nur gewurschtelt haben, indem sie Schulden mit Schulden bekämpft haben. Und damit ist irgendwann mal Schluss. Auch wir können Griechenland sein. Aber damit es da nicht zu kommt, müssen wir umkehren. Müssen wir unsere Schulden real abbauen. Wie wir das machen, können wir gerne gemeinsam diskutieren. Aber eins ist für mich klar. Wir müssen uns entschulden. Ein Weiter-so wird es mit mir nicht geben. Nicht nur, weil ich glaube, dass das nicht nachhaltig ist, weil das wirtschaftspolitischer Schwachsinn ist, sondern weil ich zu der Generation gehören werde, die die Zeche auf jeden Fall zahlen wird. So, und ich zahle die Staatsschulden lieber geordnet zurück, als statt, dass ich irgendwann mal vor einem Staat stehe, der völlig handlungsunfähig ist und in einer Wirtschaft mich zurechtfinden muss, die von der Rezession so geworden ist, dass sie niemandem mehr Arbeit spenden kann. Es kann kein Weiter-so geben. Also lasst uns was ändern. Vielen Dank.